Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yeshio. Viel Spaß beim Zuschauen. Auf ins Gefecht. Kaledon, Bellerophon, Nassau. Jetzt bin ich gespannt. Muss ja nicht immer nur, ne? Mit den großen Schiffen absaufen. Die Kleinen können das doch auch. Ja, und ich spiele die Kleinen eigentlich ganz gern. Die machen schon Bock. Hä? Genau. So. Ja, guck mal. Vorteil bei diesem kleinen ist, wir haben jetzt tatsächlich mal keinen Flugzeugträger. Obwohl, den hatten wir gerade auch nicht, ne? Hat uns auch nicht viel genützt. So, zwei Schlachtschiffe. Ich mit meinem Kreuzerchen hier. Aber das Schöne ist, die Kaledon, die hat ja alles an Bord, ne? Die hat Torpedos an Bord in dem Level. Die hat, kann sich reparieren. Und das als Kreuzer. Tier 3. Dafür hat sie aber auch nur AP-Munition und keine HF. Oh, die Map. Schon lange nicht mehr gesehen. Hm? Das ist schon ein Weilchen her. Schon ein bisschen, ja. Ich werde mal direkt auf A losstürmen jetzt. Ich glaube, ich halte schräg auf A zu. Ich stürme mal direkt auf A, weil... stehe ja eigentlich der ISO-Katze bis auf Nebel in nichts nach. So, was haben wir denn? Erkennbarkeitsreichweite 10,1. Hauptbatterie 11,8 und Torpedo 6. Okay. Kann man durch, ne? Kann man mitleben. Wow, haben die Dinger eine Streuung. Wie? Hast du schon was, worauf du schießen kannst? Wasser. Wasser, achso. Hey, da kannst du auch eine Handvoll Erbsen drüber werfen. Genauso präzise. Ja. Ja, gut, ich meine. Hammer. Voll der Hammer. Ist ja nun mal Tier 3 halt, ne? Das war ein bisschen, ach man, irgendwie oh, ist hier nicht sonderlich bequem. Jetzt ist besser. Ah. Irgendwann sinkt man so zusammen in den Stühlen, ne? Und dann, naja. Das mit dem Sinken passt ja zum Thema. Passt so mal. Was? Boah, kritischer Schaden. Oh. Was war das denn? Das musste jetzt natürlich sein, ne? Ausgerechnet jetzt. Boah. Normalerweise hast du den einen oder anderen Abpraller, alles läuft super, ne? Und jetzt Volltreffer. So, bei wem darf ich denn an Bord kommen? Das Boot ist offen. Ha, jetzt. Entschuldigung, ich hatte irgendwie so leichte Verbindungsstörung. Kein Thema, bist wieder gut da. Ja, ich habe auch eine leichte Störung gehabt gerade. Ich hab's gesehen. Weil im Spiel war ich schneller wieder und nur Discord hatte ein bisschen Probleme gemacht. Deine Leitung immer noch nicht so optimal, ja? Doch, eigentlich schon, weil es ist eigentlich irgendwie nur. Weiß nicht, mein Handy hat keine Probleme gemacht, die PlayStation zeckt nicht rum. Okay. Sind wir gleich von der kleinen Mittagspause halten? Klingt gut. Klingt gut, okay. Ja, wenn wir das gleich mal in die Wege leiten. Genau.
Erstmal ziehen wir es jetzt hier noch durch. Yes. Boah, ich habe hiermit getroffen mit der Wundertüte. Das gibt's ja gar nicht. Ich beobachte dich gerade etwas näher. Bin gerade bei dir an Bord und als neutraler Beobachter. Ganz neutral. Sankor, 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 los! Mach sie fertig! Oh, da vorne hat es gerade noch irgendwas zerlegt. Und? Ich bin genau an deinem Ruder sozusagen. Okay. Ja, so schräg dahinter, ne? Genau. Autsch. Steuerbord 45 Grad. Jum. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Einmal so eine kleine Übersicht holen über die Map hier. Was sich wo befindet. Vielleicht hilft ja diese Sichtweise, diese Sicht ein bisschen weiter. Falls ihr noch in der Lage seid, einen anderen Monitor zu beobachten. Schlecht, müsste ich mich für umdrehen. Oh, ein zitternder Treffer. Bravo. Ja, du bist gerade von zweimal der Bellerophon im Visier aussieht. Und eine Klemsen als Zerstörer klingt sich da gerade noch von hinten in den Kampf ein. Also Vorsicht. Jetzt mit drei Gegnern direkt. Oh je, oh je. Die Nasser ist weg und ja, leider die Bellerophon jetzt auch, denn da kommen eine Menge Torpedos. Davon treffen sehr viele. Oh! Glück gehabt. Also aus der Perspektive hätte ich jetzt gesagt, da treffen mindestens vier, aber das war wohl nicht der Fall. Nee. Boah. Vorsicht, du lenkst genau ein Torpedo. Achso, passt noch. Bett vorbei. Da kommen jetzt nochmal Torpedos und die treffen jetzt leider. Aber den nehme ich vorher noch mit. Jawohl. Okay. Eine Selbstaufopferung war das jetzt. Ja, das war mir klar, dass ich von dem die Torpedos noch fresse. Deswegen habe ich jetzt so beigedreht, dass ich den noch erwische. Ja, das war doch gut. Ist auch eine Strategie. Nicht schlecht. Ja. Wenn man weiß, dass man untergeht, kann man noch was mitreißen. Das sehe ich genauso. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und dem Video ein Like und dem Kanal ein Abo. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.